natürlich ist auch heute wieder Zeit für ein leichteres Leben, zu dem ich Sie sehr herzlich begrüße. Und Sie können sich heute auf viele Überraschungen in der Sendung gefasst machen. Viele schöne Dinge, die wir Ihnen heute erzählen werden. Und heute gibt es auch eine etwas andere Art der Schule des Kartenlegens. Denn es geht um die Lennemore-Karten, um ganz bestimmte Lennemore-Karten, nämlich um die von Nadine Breitenstein. Und das sind Karten, wo wirklich jeder Anfänger, aber auch jeder Fortgeschrittene viel Spaß damit haben wird. Du wirst sie heute präsentieren und wirst uns auch die verschiedenen Möglichkeiten präsentieren, wie man wirklich relativ schnell zu einer Kartenlegerin werden kann. Eine Dame, auf die ich mich heute wirklich wahnsinnig freue, denn wir haben uns über 2 Jahre nicht gesehen, ist Marjana Jermakova. Du hast gesagt Jermakova. Ich frage mal wirklich, wie man sie ausspricht, ob sie auch mit Jermakova umgehen kann. Sie war lange nicht mehr bei uns, aber das liegt an einer sehr, sehr positiven Veränderung in ihrem Leben, denn du bist Mama geworden. Erstmal herzlichen Glückwunsch und man kann an dieser Stelle nur sagen, gucken Sie sich Marjana an. Frauen werden durch eine Schwangerschaft immer schöner. Das muss man wirklich sagen. Danke schön. Marjana, Jermakova, was ist dir lieber? Eigentlich Jermakova. Also Jermakova. Man darf das errollen, wenn man möchte, aber Jermakova, ja. Die Mama, die heute wieder nach 2 Jahren Pause zurückgekehrt ist zu Astro TV. Ich glaube, dass sich ganz viele Zuschauer auf dich wieder freuen. Die Haare sind länger geworden, also eine gewisse Veränderung. Genau so, die Formen auch anders. Ja, ich habe mir noch gedacht, vorhin, als ich dich gesehen habe, dass ich mir gedacht habe, so lang warst du doch gar nicht weg. Aber wenn ich mir deine Frisur angucke, dann muss es doch eine gewisse Zeit gewesen sein. Erzähl mal, also was ist in deinem Leben so passiert? Weil ich glaube, man kann schon von einer Veränderung reden, oder? Absolut, absolut. Ich denke, da kann mich wirklich jede Mutter verstehen. Es krempelt alles um. Ja, also es ist eine Riesenveränderung. Am 19.07.2014 war sozusagen mein absoluter Glücksmoment, mein Glückstag. Da ist meine kleine Tochter Anastasia auf die Welt gekommen. Und es hat sofort alles verändert. Also man lebt ganz anders als zuvor. Ja. Ich würde sagen, ich war schon immer ein Familienmensch. Es war für mich immer wichtig, eine gewisse Familienbande um mich herum zu haben. Ob es nun meine Blutsverwandtschaft ist oder, wie ich es so schön sage, so Wahlfamilie. Ja, die Menschen, die man um sich herum hat. Aber ein Kind ist doch etwas anderes. Mhm. Und ja, da gibt es ein schönes Zitat von Alberto von Cassimo. Das heißt, erst eine Mutter weiß allein. Langen Haare vom Mikro weg. Dankeschön. Dankeschön. Erst eine Mutter weiß allein, was Glück heißt und Liebe heißt. Ja, also das heißt, das ist einfach so, denke ich, der Punkt, der alles auf das Thema bezieht. Ja, also das wie ist man denn selber als spiritueller Mensch? Das frage ich mich ganz oft. Also wir geben ja oftmals die Hinweise, dass man sagt, naja, wenn das Kind dann da ist, ein Horoskop erstellen zu lassen, das ist vielleicht ganz gut. Vielleicht auch den Zeitpunkt ausrechnen, wann ist denn überhaupt der richtige Zeitpunkt, ein Kind vielleicht auch zu zeugen, damit es als dieses oder jenes Sternzeichen in dieser oder jener Zeit geboren wird. Hast du da anders dich verhalten als der unspirituelle Mensch oder hast du einfach gesagt, naja, es kam und ist halt so? Das ist eine gute Frage. Also eigentlich war das gesamte Thema Familienplanung schon absolut prädestiniert. Also meine Mutter hatte mir die Karten gelegt. Ich habe ja so den Familienbonus sozusagen, dass einfach die Mama immer wieder mal in mein Kartenbild geguckt hat. Und sie hat mir genau bevor ich schwanger geworden bin gesagt, es wird eine Schwangerschaft geben. Hm. Also man kann es kaum glauben. Und ja, jeder, der mich persönlich kennt, weiß, dass ich lange Zeit darauf gewartet habe, Mutter zu werden. Es hat nicht funktioniert und das sollte scheinbar so sein. Ja? Und folglich habe ich mit natürlich der Geburt meiner Tochter erstmal in die Sterne blicken lassen. Also Astrologie ist, denke ich, ein ganz wichtiges Thema und das rate ich auch jedem, der Nachwuchs, Zuwachs in der Familie bekommt, weil da kann man natürlich ganz genau erkennen, was für Potenziale sind da, was für Stärken, was für Schwächen trägt das Kind in sich und wie ist das Kind charakterlich? Denn viele machen ja den Fehler, dass sie als Elternteil versuchen zu dominieren, in irgendeiner Form zu führen. Und ich wollte mich ganz gezielt aus dieser Rolle rausnehmen und sagen, ich unterstütze. Also ich habe in meinem Bekanntenkreis zum Beispiel jetzt jemand, und das ist für mich manchmal nicht nachvollziehbar, da sind die Kinder gerade 3 Jahre alt, da wird jetzt schon das Leben, es ist eigentlich ein entfernter Bekanntenkreis, aber da wird das Leben wirklich jetzt schon für die Kinder geprägt. Das heißt, die Schule ist bereits ausgesucht, dass die irgendwann mal auf eine Uni gehen sollen. Auch die steht im Grunde genommen schon fest. Und da frage ich mich immer,
planbar. Kann doch das Leben nicht sein, selbst wenn ich ins Horoskop geblickt habe und sage, der hat wahnsinnig gute Talente in dieser einen Richtung. Aber ein bisschen Freiheit muss man den Kindern doch auch lassen, oder? Absolut. Und man muss natürlich verstehen, dass die Kinder nicht unser Eigentum sind, sondern sie sind ein neuer Mensch auf dieser Welt. Und den sollte man bestmöglichst unterstützen und fördern, energetisch, emotional, in Form von Liebe und natürlich den besten Unterstützungen und nicht Vorgaben. Und das ist, denke ich, etwas, das viele verwechseln, ja? Jetzt bist du wieder zurückgekehrt. Familie ist immer ein Thema bei dir natürlich auch schon gewesen. Du kommst aus einer sehr, sehr spirituellen Familie. Die Spiritualität in der Schwangerschaft, hast du die auch noch mal anders erlebt? Also passiert da auch etwas, dass man noch mal ein neues Denken bekommt? Absolut. Also man transformiert sich komplett als Frau. Ja? Und ich muss sagen, es gibt im Altslawischen, und mit diesem Wissen arbeite ich ja schon von klein auf, gibt es sehr viele Rituale, die nur Mütter machen können. Also es gibt Schutzrituale, Gebetsrituale, die sind nur Müttern vorbehalten. Und das hängt natürlich zwangsläufig mit der Energie zusammen, die eine Mutter hat oder in sich trägt. Und ich denke, dass sich da unglaublich viel tut. Nicht nur hormonell, nicht nur körperlich, nicht nur psychisch, emotional, sondern auch vor allem spirituell. Für dich ist wichtig, dass du aber wieder zurückgekommen bist. Richtig. Auch für unsere Zuschauer ist das, glaube ich, ganz schön, dass man dich wieder hier bei uns sehen kann. Das heißt, loslassen ist dann natürlich auch ein Thema. Wie geht man damit um, wenn man sagt, ach, man hat ja da doch noch ein kleines Geschöpf zu Hause liegen, um das man sich vielleicht in der Zeit, wenn man hier ist, wo es doch ein bisschen stressiger ist oder so, nicht so gut kümmern kann? Ich denke, es ist klar, es ist nicht leicht, ja. Also ich vermisse die Kleine. Ich denke, das kann jede Mutter oder auch jeder Vater nachvollziehen. Aber das konnte man auch sehr gut in dem Horoskop, in der Analyse sozusagen unserer Horoskope erkennen, dass wir einander nicht übermäßig dominieren, emotional zu abhängig voneinander sind. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Das heißt, sie leidet nicht, dass ich nicht da bin. Wir telefonieren, wir skypen. Ich versuche eben über die heutzutage die gute Technik, ja, mit ihr zu kommunizieren. Aber es ist nicht übertrieben. Also ich bin jetzt keine Übermutter, die jede Sekunde sozusagen nur auf das Kind fixiert ist. Ich denke, mit dieser Prägung wird sie auch selbstständiger. Und hoffst du auch, dass sie ein Stückchen von deiner Spiritualität, von den Genen auch mit in die Wiege gelegt bekommen hat? Oder sagst du auch, manchmal wäre es vielleicht auch ganz gut, wenn irgendjemand mal so ein Außenseiter in der Familie wäre? Ich bin für alles offen. Wie gesagt, meine Basis ist eigentlich in der Erziehung. Und ich hoffe, dass ich das natürlich mit Gottes Kraft in Zukunft weiter so durchziehe, unterstützen. Egal, in welche Richtung sie sich entwickeln will und möchte. Aber ich kann sagen, sie hat jetzt schon Spaß mit den Karten. Sie geht damit ganz spielerisch um. Und da wird dann auch ganz klar geguckt, was ist das für eine Karte, was ist da drauf. Also, ich erahne schon, in 20 Jahren oder sonst irgendwas wird es eine neue Jarmakova hier bei AstroTV geben, nämlich deine Tochter. Ich bin sehr gespannt. Schön, dass du heute bei uns bist. Und danke. Wir haben uns überlegt, dass wir vielleicht in der kleinen familiären Runde, in der wir heute sind, mal ein spirituelles Tischgespräch gemeinsam suchen. Das heißt, Nancy Hinkelmann wird gleich auch noch ein Teil hier sein. Und dann fangen wir mal an, ein bisschen übers Leben zu philosophieren, oder? Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Jetzt machen wir eine kurze Pause. Danach kommen wir wieder mit Nancy Hinkelmann und die stellt Ihnen heute ein ganz besonderes Kartenset vor. Stärken Sie Ihre Zellen mit der positiven Kraft und den Heilsymbolen der neuen Zeit. Jedes Symbol, ob Kraft- oder Heilsymbol, trägt seine eigene Energie. In allen Produkten von Madeleine Lay finden Sie diese geballte, universelle Kraft. Traurigkeit war gestern. Nutzen Sie Ihre Chance. Holen Sie sich Ihr Recht auf ein glückliches Leben zurück. Alle Produkte finden Sie im Shop unter www.m-lay.com. Sie können auch einen Katalog anfordern unter der Nummer 00352 818 740. Bei Nennung von AstroTV sparen Sie 10%. Der intelligente Schmuck von Gabriele Iasetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iasetta.com oder telefonisch unter 0800 071 0014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta nach Hause und spüren Sie die Energie.
die Schule des Kartenlegens. Heute mal ein bisschen anders, denn heute hast du Karten mitgebracht, wo man wirklich sagt, jeder kann es von alleine erlernen. Das sind Lennemore-Karten, die sehr, sehr gut durchdacht sind. Und man kann es hier schon sehen, es gibt verschiedene Ausführungen. Erzähl mal, was wir heute so präsentieren dürfen, meine Liebe. Ja, also erstmal kann ich sagen, dass diese Karten natürlich von der lieben Nadine Breitenstein sind. Also ich will mich hier nicht mit fremden Federn schmücken und sagen, es sind meine. Nein, von der lieben Nadine Breitenstein sind diese Karten. Das ist die Erfinderin dieser Karten des Pure Lennemore. Und ja, liebe Zuschauer, wenn auch Sie schon seit längerem zum Beispiel auf der Suche nach dem idealen, perfekten Einstieg in Ihre spirituelle Selbstständigkeit sind, einfach zum Beispiel sagen, ich möchte mich spirituell weiterentwickeln und das Medium Karten nutzen, dann ist das heute der ideale Zeitpunkt. Ich kann nur sagen, greifen Sie jetzt zu Zettel und Stift, wappnen Sie sich schon mal, machen Sie sich bereit, denn ich habe hier wirklich ein Wahnsinnsangebot, was ich heute für Sie mitgebracht habe, wo ich auch einfach sagen kann, lassen Sie sich das auf gar keinen Fall entgehen. Es wird Sie nicht nur begeistern, es wird Sie aus den Socken hauen. Was man sagen muss, es ist ein kleines Unternehmen von Nadine Breitenstein. Das heißt, die Karten, die sind sehr, sehr gefragt. Jedes Mal, wenn wir sie hier präsentieren, dann klingelt das Telefon heiß bei Nadine. Das bedeutet, Sie haben unten die Nummer eingeblendet. Wenn da mal besetzt ist, wenn Sie nicht sofort durchkommen, kleiner Tipp von mir, schreiben Sie sich die Telefonnummer auf und probieren Sie es einfach auch im Anschluss noch mal an leichter leben. Also Sie haben die ganze Zeit die Möglichkeit, wirklich hier einzukaufen und das natürlich wieder zu tollen Preisen. Und was wir hier präsentieren, das sind zwei verschiedene Kartendecks, obwohl sie beide das Gleiche können, weil sie eigentlich doch gleich sind. Nur von der Größe ein bisschen Von der Größe ein bisschen anders. Mein Hinweis noch, weil du gerade sagst mit der Telefonnummer. Am besten ist natürlich, man geht auf die Internetseite, weil die Nadine hat natürlich noch andere Karten im Angebot. Also schauen Sie sich ruhig in aller Ruhe um. Und da haben Sie auch wirklich die Möglichkeit, kurz, knapp und direkt sofort zu bestellen. Per PayPal, per Kreditkarte oder wie auch immer. Also im Internet ist es die einfachste Möglichkeit. Ansonsten, ja, was kann ich sagen? Was ich dabei habe, wie gesagt, das Pure Lennemore. Es ist ein klares, ehrliches, sehr liebevolles Kartendeck von Nadine. Und dieses Kartendeck, was ich hier dabei habe, hat tolle Möglichkeiten. Erstmal sind natürlich die Grundbedeutungen des Lennemore drauf. Wir sehen hier gerade im Bild die Fische, die Dame, der Baum. Das sind natürlich Begriffe, die auf jedem Lennemore-Deck enthalten sind. Aber ich kann Ihnen nur sagen, greifen Sie heute zu. Steigen Sie ein. Genau. Die Wege zum Beispiel, ganz, ganz spannend, nämlich auch mit dieser Gabelung. Das heißt, auch da wissen wir gucken uns die Bilder richtig an. Auch der Weg, die Richtung schlägt sich natürlich in einem gewissen Zustand unseres Lebens dann wieder nieder. Also es sind der wieder Weg Karten. Des Herzens, der Weg des Verstandes. Genau, mal gucken, also was links und rechts von den Karten liegt. Also auch da sieht man wieder, es ist mit sehr, sehr viel Liebe gemacht. Die sehr Größe, durchdacht. Die unterschiedliche Größe, weil wir haben so viel heute, was wir den Zuschauern anbieten möchten. Die muss man vielleicht noch erklären, denn es gibt ja viele, die zum Beispiel Kartendecks sammeln, die vielleicht auch mal ungewöhnliche Maße ganz gut finden. Und was sie hier heute bekommen, das ist das Pure Lennemore Kartenset, das Basiskartenset. Das heißt, das bekommen Sie in den herkömmlich klassischen Kartengrößen. Sie können es aber auch ein Stückchen größer heute bekommen. Und ich glaube, das ist für Sammler, für Menschen, die vielleicht auch wirklich mit den Karten nochmal eine andere Verbindung aufbauen wollen, auch was ganz Schönes. Das ist hier quasi der Unterschied. Das ist ein normales Kartendeck, so wie Sie es von mir auch immer donnerstags gewohnt sind, vom mystischen Lennemore zum Beispiel. Und dann haben wir daneben wirklich die XXL-Größe. Ja, in 9x15 haben wir hier das große und 6x9, das sind die normalen handelsüblichen Karten. Ja, und ich muss ehrlich sagen, ich arbeite unheimlich gerne mit den größeren. Also, weil für mich ist so, ja, nicht immer nur Kleindenken, sondern überdimensional. Das groß, ist ja groß. Groß, genau so soll es sein. Und ich muss wirklich sagen, die fassen sich toll an. Natürlich wird es schwierig, damit ein großes Kartenbild auszulegen, weil wir haben natürlich hier auch noch eine Besonderheit. Nachher, da kommen wir gleich drauf. Aber es ist einfach für mich auch ein unglaubliches Deck, so wundervoll in der Gestaltung. Klar, einfach straight. Wer das auch liebt, ohne Schnörkel, ohne drumherum, für den ist dieses Set ideal. Ja, einfach zu sagen, mit dem Set steige ich ein, da bahne ich mir meinen Weg. Persönliche Weiterentwicklung oder der Einstieg in die Spiritualität als Selbstständigkeit. Wunderbar gestaltet und Sie können es schon lesen. Das heißt, Sie können diese zwei unterschiedlichen Größen natürlich gerne ausnutzen. Das heißt, wenn Sie sagen, Mann, das Kleine, das ist handlich.
ordentlicher, dann entscheiden Sie sich ruhig dafür. Aber dieses 9x15-Format ist natürlich auch wirklich was ganz Besonderes. Richtig. Und die Karten sind sehr, sehr schön gemacht. Und Sie können es auch lesen. Diese Kartensets, die können Sie ohne die Zusatzkarten bekommen. Es gibt natürlich noch die Zusatzkarten, die wir von dir natürlich auch schon kennen durch die Schule des Tarots. Denn die hast du uns schon mal vorgestellt. Und da gibt es die habe ich euch noch nicht vorgestellt. Dann sind es neue Karten. Aber ganz neue, ich Ihnen jetzt vorstelle, das ist auch was ganz Besonderes, denn Sie können ein Komplettpaket bekommen. Und dieses Komplettpaket, das beinhaltet im Grunde genommen wirklich die Basis für jeden Einsteiger, aber auch für jeden Fortgeschrittenen. Und zwar ist da drin enthalten natürlich das Basisset mit den Karten, die wir Ihnen gerade vorgestellt haben. Sie bekommen aber auch noch das Zusatzkartenset und ein Begleitbuch, wo das im Grunde genommen auch unter anderem Zusatzkarten erklärt werden. Genau, also nur die Zusatzkarten werden darin erklärt. Und wir haben hier reichlich Zusatzkarten. Ne? Und zwar, jetzt muss ich selber mal gucken, also Sie können die 36 Karten des üblichen Lenormand, des üblichen Pure Lenormand, auf bis zu 61 Karten aufstocken. Und ich habe es hier mal aufgebaut. Das so würde ein Komplettset natürlich mit Büchern etc. aussehen. Und was haben Sie dabei? Hier unten sehen Sie diese auch kleinen Säckchen. In den unterschiedlichen Größen, muss man vielleicht für unsere Zuschauer mal sagen. Genau, das haben wir. Also entweder Sie entscheiden sich für die Standardgröße, dann haben wir hier das Pure Lenormand mit den Zusatzkartensets. Da haben wir 1, 2, 3 Säckchen zusätzlich. Wunderschöne Zusatzkarten. Oder Sie entscheiden sich halt für die XL-Größe. Auch da gibt's diese Zusatzkarten mit dazu. Dann haben Sie natürlich einen ordentlichen Batzen dicke Karten. Ich würde dazu tendieren, nehmen Sie beide. Ja, weil tun sich was Gutes in dem Moment, groß und klein. Was einfach sehr, sehr schön ist, diese Zusatzkartensets. Was haben wir hier drin? Wir haben so ganz besondere Thematiken einfach drin, die Sie in keinem anderen Kartenblatt fürs Lenormand sonst dazu finden. Wenn wir einfach mal, dann kannst du dich aufs Reden konzentrieren. Ja, sehr schön. Ja, wenn wir einfach gucken, wir haben hier Karten bei, wie die Behörde. Wir haben dabei zum Beispiel der Glanzpunkt, der nächste Schritt. Welchen nächsten Schritt soll ich zum Beispiel gehen? Wir haben drin der blinde Fleck. Was will ich nicht sehen oder was bleibt mir verborgen? Dann haben wir auch drin zum Beispiel die rosa-rote Brille. Ich glaube, eine super Karte natürlich für alle Verliebten. Hier haben wir seine Gedanken, ihre Gedanken. Das ist natürlich auch immer in jeder Legung, die ich oft habe oder bei fast jedem Anrufer kommt, was sind denn seine Gedanken? Was denkt und fühlt er denn gerade? Das können Sie jetzt damit ganz speziell rauslegen. Der Abgrund, der Glanzpunkt, das ist übrigens die beste Karte in dem ganzen Set. Ja, also das ist so wirklich das absolute Highlight. Die Vergebung, eine wundervolle Karte. Geh mit dir selbst in die Vergebung oder mit deinen Mitmenschen. Die Erfüllung meiner Träume. Wenn ich diese Karte ziehe, die mach schnell wieder weg, genau. Die Partnerschaft. Also wie gesagt, diese Zusatzkarten bieten Ihnen einfach grenzenlose Möglichkeiten. Ja, nein, haben wir mit drin. Und ich finde ja die Großen deshalb so toll, weil man einfach nicht dieses, die rosa-rote Brille, weil man einfach nicht alles auslegen muss, sondern ganz themenspezifisch auch mal eine Karte rausziehen kann und in dem Moment wirklich eine Antwort auf seine innerste, tiefste, sehnlichste Frage erhält. Zum Beispiel mit der Verneinung oder mit der Bejahung oder einfach, wie steht's denn um meine Liebe? Und dann kommt die rosa-rote Brille und das heißt für mich, setz mal langsam die Brille ab. Ganz wichtig und Sie bekommen hier wirklich etwas ganz, ganz Besonderes und man muss wirklich sagen, jedes Mal, wenn du da warst, ruft Nadine Breitenstein an und sagt, entschuldigt, aber es ist schon wieder weg. Das heißt, diese Karten sind sehr, sehr gefragt und Sie sollten sich wirklich auch ranhalten, denn wir wissen es, Nadine Breitenstein, kleines Unternehmen, das bedeutet, selbst wenn Sie jetzt anrufen, kann es natürlich sein, dass Sie ein bisschen in der Warteschleife hängen, nicht aufgeben, immer wieder probieren, Telefonnummer notieren oder natürlich auch den Versuch im Internet vorbeizuschauen. Was Sie hier wirklich bekommen, das ist für Anfänger, aber auch für Fortgeschrittene. Richtig. Ein sehr, sehr tolles Kartendeck, wo Sie relativ schnell wirklich auch sofort verstehen, wie die Karten sprechen, was die Karten Ihnen sagen sollen. Und was Sie hier bekommen, ich sag's Ihnen nochmal, weil die Preise sind natürlich auch sensationell. Immer wenn du da bist, dann gibt es natürlich hier die Nadine Breitenstein Sonderpreise. Es ist das Basiskartenset, das Sie entweder in XL oder natürlich auch in der Standardgröße bekommen können. Dabei sind noch die Zusatzkarten, die wirklich
wirklich auch sehr, sehr schön und gut ausgeklügelt sind. Und Sie bekommen noch ein Begleitbuch, wo wirklich auch die Zusatzkarten nochmal erklärt werden. Zu sensationellen Preisen, also Sie können es ja selber lesen, 6x9 für 65 Euro, die XL-Größe für 79 Euro. Und ich glaube, es ist wirklich ein Kartenset, wo der Einsteiger auch seine richtige Freude hat, vor allem, weil Nadine natürlich weiterdenkt. Das heißt, die hat natürlich noch etwas entwickelt und ich glaube, das können wir hier schon ganz gut sehen, nämlich einen Überblick, wie die Karten gelegt werden. Da gibt es eine Schablone, die du auch noch vorstellen möchtest, die man zusätzlich auch noch kaufen kann. Richtig, auch die habe ich natürlich heute mitgebracht und ich muss wirklich sagen, ich habe Nadine angerufen letzte Woche, weil ich plötzlich ein Paket bekommen habe und da war diese Wahnsinnslegeschablone drin, sogar noch mit einer anderen, aber das Highlight spare ich mir noch fürs nächste Mal auf und ich packe das aus und denke, was ist denn das? Und habe sie angerufen und habe gesagt, sag mal, Fräulein, bist du mittlerweile von der Muse geküsst? Sag mal, du holst so viele Marianne amüsiert geile sich Ideen gerade. Ne? Es macht also, Freude, oder? Ja, man absolut. Bekommt auch mal Lust, mal mit einem anderen Kartenset zu arbeiten, oder? Absolut, absolut. Du weißt genau, ich und mein mystisches Lenormand-Kartendeck, da komme ich ja wirklich nicht weg. Und dann kamen diese Karten und ich habe gesagt, die sind eigentlich total einfach. Wo sind die Schnörkel? Wo sind die vielen Bilder drumherum? Und ich habe damit gelegt und bin damit auch bei Astro auf Sendung gegangen. Ich habe Botschaften reingekriegt. Das war Wahnsinn, auch für mich. Und diese Legeschablone, wenn wir mal darüber gehen, es ist eine Legeschablone, die können Sie zu Hause auf den Tisch legen. Müsste ein etwas größerer Tisch sein. Ich möchte ganz kurz dazu sagen, weil das kann man vielleicht übers Fernsehen nicht erkennen, das ist kein Papier, sondern das ist wirklich tolles Material. Da kann auch mal eine Tasse Kaffee drüber fallen und man kann es einfach wegwischen, weil das ist, ich weiß gar nicht, was das für Material ist. Es ist wie Gummi und so hinten, also Sie können sich vorstellen, eine neue Tischdecke. Ihre Küchentischdecke. Ja, genau. Ja, also so ist es vom Material wirklich eine gute, feste Qualität erstmal. Und dann haben wir hier aufgedruckt, wirklich alle Karten sind hier aufgedruckt. Wirklich von 1 bis hin zu 61 und bis 64. Und Sie haben hier Wahnsinnsmöglichkeiten. Sie wissen ja selber, wir haben darüber gesprochen, wenn Sie ein Kartenbild auslegen, kommt ja natürlich nicht der Reiter zum Beispiel immer beim Reiter zum Liegen. Und so wie wir jetzt gerade in der Schule des Tarot wirklich auch sprechen, wenn jetzt zum Beispiel gerade die Schlange auf dem Reiter zum Liegen kommt, ja, dann wissen wir, dass beide Karten trotz alledem angeguckt werden müssen. Genau, so haben Sie aber vielleicht aus. Nicht im Kopf, welche würde normalerweise an dieser Position liegen. Genau. Und die Schablone vereinfacht uns natürlich das komplette Kartenlegen. Ja, und vor allem das Lernen, gerade auch für die Einsteiger ist es einfach unheimlich wichtig. Ja, so kann ich auch einfach nochmal erkennen, was hat denn zum Beispiel Karte Nummer 7, die Schlange, für Bedeutung. Ja? Hier haben wir drin Komplikationen, Zeitverzögerung, Umwege, eine Ex-Freundin oder auch die Reptilien. Auch dafür steht ja die Schlange. Und vor allem auch wieder so schön erklärt, dass man selbst wenn man nicht weiß, welche Bedeutung die einzelnen Karten hat, man bräuchte noch nicht mal ein Buch, über das wir später auch noch reden. Genau. Aber die Schablone zeigt eigentlich schon ganz genau auf, was sind die Aussagen. Und vor allem das Schwierigste ist ja, legen Sie mal das große Kartenblatt und haben Sie noch keine Ahnung davon. Legen Sie hier ein großes Kartenblatt, dann wissen Sie im Grunde genommen wirklich schon, wie Sie die Karten miteinander verknüpfen können. Ich finde, das ist eine großartige Idee, wirklich für all die Menschen, die gerade sagen, mich sprechen Karten an, ich möchte gerne was ausprobieren. Und ich kenne eigentlich kaum einen Kartenleger, der sich nur mit einem Kartenblatt auseinandersetzt, sondern ich kenne eigentlich nur Menschen wie dich auch, die eigentlich ganze Sammlungen haben. Und ich finde, Nadine Breitensteiß-Lennemann gehört in so eine Sammlung einfach mit dazu, oder? Definitiv. Also, weil wie gesagt, hier sind so viele besondere Karten auch einfach bei. Das Tolle ist auch, diese Schablone ist übrigens für Sie sehr hilfreich, auch wenn Sie sagen, oh nein, mit so vielen Zusatzkarten traue ich mich noch nicht zu arbeiten. Gar kein Problem. Sie können trotzdem diese Legeschablone mit dazu bestellen für diese unglaublichen 34,95 Euro. Denn was Sie auch machen können, Sie können einfach nur auf dieser Schablone die 40 Karten auslegen. Dann machen Sie hier einfach Schluss. Ja, beziehungsweise Ihre 36 Karten. Auch diese Möglichkeit haben Sie in dem Moment. Was ich übrigens ganz, ganz toll finde noch, das muss ich noch ganz schnell mit dazu zeigen. Die Nadine hat sich was Tolles ausgedacht. Ja? Und zwar haben wir Wahlmöglichkeiten in den Kartensets, sowohl im Kleinen als auch im Großen. Guck dir mal bitte die Rivalen an. Da hätten wir zwei. Wir hätten auch der Rivale. Auch da haben wir zwei. Kannst du dir aussuchen? Ich finde ihn jetzt hier hübscher und sie hübscher. Die beiden würden bei mir jetzt in einer Faltschachtel verbleiben. Ah, okay, das heißt, das muss ich, wenn ich bestelle, noch dazu sagen. Nein, ja? Musst du nicht. Die sind einfach mit drin. Ach, die sind dabei und ich kann sie aussuchen, du kannst welche den nachher, ich dann wenn rausnehme. Zu Hause ist. Genau, welche so sieht's aus. Welche würdest du nochmal nehmen? Ich würde den Entschuldigung, Schwarzbild.
ich würde sie hier nehmen und ihn. Ja, ist für mich ein bisschen. Ja, ich glaube, hätte ich mich auch wohl. Ich finde, er ist auch ein guter Typ. Ja, sieht auch nicht schlecht aus. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die männliche und weibliche Hauptperson. Ja? Und das finde ich einfach. Man kann sich sein Blatt dann individuell Grunde genommen zusammenstellen. Ja. Toll. Also eine tolle Idee. Und wie gesagt, ich möchte einmal ganz kurz noch darauf hinweisen: 34,95 Euro. Sie bekommen hier nicht einfach nur ein Blatt Papier, sondern Sie bekommen hier etwas, was Sie wirklich so richtig auch, mit dem Sie arbeiten können. Das heißt, es ist ganz tolles Handfestes. Gummimaterial, so dass Sie es als Tischdecke wirklich verwenden können. Wenn Sie wirklich viel damit arbeiten, können Sie es abwischen. Als Unterlage, also das ist wirklich eine sehr, sehr gute Idee. Sie bekommen heute wirklich etwas ganz Besonderes und ich glaube, Kartenlegen muss auch Spaß machen mit neuen Bildern ab und zu, dass es mal wieder so ein bisschen auffrischt und ja, rosarote Brille. Es gibt natürlich immer noch die Einsteiger, die vielleicht noch ein bisschen mehr Hilfe brauchen. Die können sich natürlich heute für alles entscheiden. Unter anderem auch für zwei tolle Bücher, die auch zu erhalten sind heute. Und zwar geht es da um die Anfänger, aber auch um die Fortgeschrittenen. Genau. Um zwei Bücher, wo alles auch nochmal sehr, sehr handfest erklärt wird. Richtig, da geht es wirklich nochmal um die Bedeutung der einzelnen Lenormand-Karten. Es steht jetzt oben Clarity Lenormand drauf. Deshalb sage ich, gucken Sie sich auch ruhig auf der www.kartenmedium-claire.de Seite im Shop um. Denn die Nadine hat wirklich fabelhafte und noch mehr Angebote. Und diese beiden Bücher, hier geht es einmal für den Anfänger und einmal um den Fortgeschrittenen. Im Fortgeschrittenen, da sind Legemethoden drin, da sind Kombinationsmöglichkeiten drin. Und Sie haben hier einfach nochmal die Möglichkeit, für sich selber etwas nachzuschlagen, wenn Sie doch unsicher werden. Und weißt du, was ich schön finde? Ich muss das ganz kurz sagen, weil ich beschäftige mich ja auch gerne mal mit Gebrauchsanweisungen. Und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als Gebrauchsanweisungen, die so klein geschrieben sind, dass man schon, wenn man sie auspackt, keine Lust hat zu lesen. Das heißt, hier hat man einfach auch Spaß. Die Schrift ist gut, es ist gut voneinander abgesetzt. Das heißt, die wichtigen Teile noch hervorgehoben, sodass man eigentlich auch Freude hat, dieses Buch sich durchzulesen. Das finde ich ist auch wieder sehr clever durchdacht, Frau Breitenstein. Sehr clever. Übrigens ein kleiner Hinweis mal noch von mir, meine Lieben. Ich habe mich mal spaßenshalber gestern Abend wirklich hingesetzt und habe mal durchgerechnet, was es mich kosten würde, zum Normalpreis in die Selbstständigkeit mit Karten einsteigen zu können, mit diesem Set von Nadine. Und da habe ich einfach noch mal nachgeguckt. Jetzt verweise ich hier noch mal auf das, was ich aufgebaut habe, meine Lieben. Und zwar wirklich das kleine Kartenset, das große Kartenset mit Zusatzkarten jeweils, ja. Dazu das Begleitbuch, was ja im Komplettset mit enthalten ist, und beide Lehrbücher. Sie werden es nicht glauben, ich bin auf gerade mal 180 bzw. nicht ganz 270 Euro gekommen. Und ich glaube, wer hat die Möglichkeit, für maximal 270 Euro in seine Zukunft, in seine spirituelle Zukunft und vielleicht in die künftige Selbstständigkeit, die ich damit ja definitiv starten kann, mit so wenig einzusteigen, zu investieren und wirklich ja den Weg ins Glück zu finden. Also Sie sollten heute auf jeden Fall zuschlagen und ich rate es Ihnen auch, denn wir wissen alle, dass diese Produkte von Nadine Breitenstein immer weggehen, wie, ich sag's immer gerne an gewissen Zeiten, aber so ist es nun mal, wie warme Semmeln. Und was Sie hier wirklich bekommen, das ist wirklich ein tolles Einsteiger, aber auch fortgeschrittenen Set. Und ich glaube, selbst jemand wie Nancy Hinkelmann, von der man sagen kann, dass die Karten schon ganz gut versteht, würde ich mal behaupten, selbst dir, glaube ich, macht das mit so einer großen Tafel auch noch Freude, denn es ist wirklich was eine sehr, sehr gute Idee. Also zuschlagen heute, wir haben tolle Produkte. Ansonsten schauen Sie ruhig mal auch im Internet vorbei bei Nadine Breitenstein, da wird Ihnen auch nochmal alles erklärt. Hast du gut gemacht, fand ich. Das hat mir richtig Lust darauf gemacht. Du, weil ich so wahnsinnsbegeistert von diesem Kartendeck bin. Also, du hast ein schönes Schmuckstück hier an übrigens. Ja, das steht für Harmonie, die Harmoniekugelkette von jemand anderem, nämlich von Gabriele Iasetta. Genau. Und die haben wir heute, weil ich habe ja gesagt, wir haben heute noch viele Überraschungen für Sie, die können Sie heute unter anderem gewinnen, denn wir haben uns mal was Neues einfallen lassen für Sie. Es geht ja um den Frühling. Der April im Moment ist ein bisschen anstrengend, weil mal scheint die Sonne, heute ist in Berlin wieder wirklich grau, kalt, Regen. Soll noch werden, angeblich. Soll noch werden, aber wir wollen Ihnen den Frühling nach Hause schicken und deswegen haben wir heute mal eine ganz schöne Aktion. Es gibt von uns ein Frühlingspaket im Wert von 240 Euro und da sind lauter schöne Sachen dabei. Unter anderem die
Harmoniekugelkette. Aber nicht nur das, sondern Sie können wirklich entspannen. Sie können unser spirituelles Tischgespräch bekommen. Sie bekommen Musik, Sie bekommen Wellness, Sie bekommen Gutscheine für wirklich schöne Behandlungen. Also dieses Paket, das wir Ihnen zusammengestellt haben, das wollen wir mit Ihnen natürlich teilen. Dazu müssen Sie uns aber teilen. Das bedeutet, Sie können jetzt sofort auf unsere Facebook-Seite gehen. Und wenn Sie da drauf sind, wir sehen es schon, einfach unser Foto auf Ihrer Seite teilen. Und wer die meisten Likes bekommen hat, der wird auf jeden Fall am Ende des Monats, das heißt bis zum 30. April, die Chance haben, wirklich dieses Paket im Wert von 240 Euro nach Hause geschickt zu bekommen. Also das auf jeden Fall. Ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Idee, die wir heute mal wieder unseren Zuschauern machen. Ein Rundum-Wohlfühl-Paket. Es geht um den Frühling und Sie können so richtig in den Frühling einsteigen. Also wie gesagt, tolle Schmuckprodukte dabei. Wirklich alles, was so ein klein wenig Ihr Leben ein bisschen leichter werden lassen soll. Also machen Sie mit, gehen Sie auf unsere Facebook-Seite, liken Sie natürlich uns, wenn Sie schon dabei sind und liken Sie unser Foto, teilen Sie es auch auf Ihrer Seite und derjenige mit den meisten Likes, der bekommt dieses schöne Paket im Wert von 240 Euro. Darf ich auch mitmachen? Du darfst auch mitmachen. Dürfen die Mitarbeiter mitmachen? Ich glaube nicht. Ich habe aber tolle Leute, denen ich das sagen kann, die dann aber du könntest es ja zum Beispiel teilen. Zum Beispiel. Und die können dann zusehen. Die können es dann auch wieder teilen und so. Das ist ja so diese schöne Aktion. Mhm. Wir wollen ja möglichst vielen Menschen die Chance geben, wirklich in dieses leichtere Leben einzusteigen. Nächste Woche übrigens, da könnten wir ihr Leben auch ein klein wenig erleichtern. Gibt es manchmal Träume, die du hast, wo du darüber nachdenkst und sagst, oh, den würde ich ganz gerne mal erklärt bekommen? Ich deute selber die Träume, deshalb. Aber es ist manchmal besser, wenn man jemanden anderen einen Traum deuten lässt. Ja, ist, würde mich sehr interessieren, natürlich. Ja, wir haben nämlich nächste Woche einen Traumdeuter im Studio. Und zwar Holger Nicolai ist nächste Woche bei uns, am Mittwoch beim liebenswerten Kollegen Jens Garling. Und wenn Sie wirklich einen Traum haben, der immer wieder kommt, oder einen Traum haben, der Sie immer noch beschäftigt, oder Sie träumen jetzt heute Nacht irgendwas ganz Besonderes, dann schreiben Sie uns entweder eine E-Mail, setzen Sie sich uns, mit uns auch über leichter Leben auf unseren Social-Media-Kontakten in Verbindung, Facebook zum Beispiel, da können Sie uns natürlich auch anschreiben. Oder Sie schreiben uns einen Brief, denn bis nächste Woche Mittwoch kann der uns natürlich auch noch erreichen. Wie immer an unsere bekannte Adresse, AstroTV Leichter Leben in 10452 Berlin. Einfach mal zu uns schreiben und uns sagen, was Sie geträumt haben. Dann wird nächste Woche Holger Nicolai nämlich Ihren Traum deuten und Sie können einiges dadurch erfahren. Ich finde, das ist ein schönes Angebot mal wieder. Ja. Freut sich der Holger, freut sich der Jens und Sie freuen sich natürlich auch. Es geht nämlich nächste Woche um die Traumdeutung. Jetzt geht es weiter mit einer kurzen Pause und danach machen wir weiter mit den spirituellen Tischgesprächen. Lust mitzukommen? Noch gerne. Bis gleich. Die Pfunde purzeln und die Fettdepots schmelzen zu lassen und das mit Spaß, Freude und guter Laune? Dann ist die Original CareLife Stoffwechseloptimierung von Heilpraktikerin Ulrike Granz genau das Richtige für Sie. Einfach schnell und dauerhaft die Figur und das Wohlbefinden verbessern. Mit der Kraft der Natur und der Unterstützung durch gut informierte Betreuerinnen, die selber große Erfolge erzielt haben. Mehr Infos zu der Stoffwechselkur von Heilpraktikerin Ulrike Granz unter www.ulrike-granz.com. carelife.de oder telefonisch unter 06321 81089. Spirit und Business, das Seminar für spirituelle Selbstständigkeit. Möchten Sie Ihre spirituellen Talente zum Beruf machen oder sind Sie bereits im spirituellen Bereich selbstständig und warten noch auf den Erfolg? Business Coach Stefanie Gralewski bereitet Sie praxisnah auf den Weg einer erfolgreichen Selbstständigkeit im spirituellen Bereich vor. Weitere Infos unter www.kartenlegen-berlin.de oder unter 030 9561 9248. Jetzt geht's los, hat Mariana gerade gesagt, nämlich mit den spirituellen Tischgesprächen. Man zieht die Karten ja selber. Das heißt, ich bin gespannt, welche Karten ihr euch aussucht und welche Fragen ihr gestellt bekommt. Sie wissen ja, spirituelles Tischgespräch. Empfohlen hat uns das Vadim Chance. Es macht sehr viel Spaß und es ist übrigens auch in unserem Frühlingspaket, das Sie über Facebook bekommen können, dabei. Aber jetzt spielen wir es erstmal mit euch.
Wer möchte denn loslegen mit der Kartenzieherei und wollte sie erstmal mischen oder so? Es gibt mit Sicherheit ein paar Karten, die wir mittlerweile schon, die wir bestimmt schon dem einen oder anderen gestellt haben. Aber jeder ist ja individuell und jeder hat vielleicht auch ein anderes Empfinden oder sonst irgendwas. Willst du mischen und dann mache ich dir einen Fächer und du ziehst dir eine Karte? Dann mixe ich mal. Die Älteste im Bund hat natürlich wieder ihre intellektuelle Brille dabei, damit sie die Karten vorlesen kann. Braucht ihr noch nicht, oder? Doch. Die Alterssicht, die mich erreicht hat. Mariana, zieh du erstmal. Okay, ich bin gespannt. Okay, muss ich... Ich lese sie dir vor. Ah, okay, so. Okay. Ja, die habe ich noch niemandem gestellt. Ist ein bisschen privater, aber bin ich mal gespannt. Mhm. Wie ist dein Verhältnis zu deiner Mutter, deinem Vater? Ich sag ja, die Karten zieht man nicht ohne Grund. Richtig, richtig. Und wir hatten eben vorhin das Thema Familie, ja. Familie ist für mich sehr wichtig. Also sprich, ich bin damit groß geworden, mit respektvollem Umgang innerhalb der Familie. Also für uns ist das schon sehr, sehr wichtig. Ja, egal was passiert, dass man respektvoll miteinander umgeht. Aber ich muss sagen, das Verhältnis zu meiner Mutter ist momentan intensiver. Mein Vater arbeitet sehr viel, hat weniger Zeit. Und ja, ich denke, durch die Kleine sind wir alle ein bisschen mehr zusammengeruckt. Und davor gab es schon Zeiten, in denen vieles anders gelaufen ist. Ja. Was ich aber diesen spirituellen Tischgesprächen manchmal so mag, ist, dass du dir jetzt schon eine Karte nicht ohne Grund gezogen Richtig. Hast. Also auch da muss man immer sagen, die Karten, die sagen einem schon etwas. Absolut. Und es ist mit Sicherheit ganz oft so gewesen, dass die Menschen, mit denen wir diese Gespräche geführt haben, danach noch viel, viel darüber nachgedacht haben und sich manche Dinge dann auch aufgelöst haben. Also wir wollen nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber ich finde das sehr... wirklich platt. Ja, also das ist wirklich das Thema. Ja. Spannend. Sehr Nancy, spannend. Bei dir Verhältnis, Vater, Mutter? Ich habe ein gutes Verhältnis, auch wenn es bei mir durch drei Kinder natürlich nicht mehr so ganz intensiv ist, weil man muss so gucken, wo man die Zeit lässt, auch bei den anderen. Aber wir wissen einfach, dass wenn wir uns brauchen, ist jeder da, sofort zur Stelle. Und ich glaube, das ist das, was wichtig ist. Und ja, das ist gut. Liebe Grüße nach Hause. Ich bin nächste Woche zu Hause, Mama. Na komm, dann fächer mal. Fächer mal. Bin gespannt. Mhm. Man zieht sich die Karten, Frau Hinkelmann. Naja. Schon ein bisschen spooky. Auch eine schöne Frage. Wir starten natürlich mit dir. Ist es dir wichtig, was andere über dich denken? Manchmal ja, manchmal nein. War es schon als Aussage? Ist ja manchmal auch ganz gut. Man muss es ja nicht... kaputt reden im Grunde genommen. Also ist es dir in dem Punkt dann wichtig, wer was über dich denkt? Oder ist ja, es dir ja, zum Beispiel. Also wie zum Beispiel ist es mir heute zum Beispiel besonders wichtig, wenn die Leute jetzt bei der Nadine anrufen würden und würden sagen, du, was hast denn da für eine blöde Repräsentatorin? Wird nicht passieren. Dann ist natürlich für mich, wo ich sage, oh, ne? Also du weißt ja auch, dass ich öfter mal so ziemlich schnell einknicke. Aber, dann nimm mal gleich meine Nummer, dann sollen die mir das auch sagen. Ne? Dass die Tatorin nicht gewandt. Also nur als Beispiel, aber ich meine, irgendjemand ist immer dabei, der etwas zu mäkeln hat. Aber weil es gibt Menschen, wo ich sehr viel Wert auch auf deren Meinung lege. Und bei anderen sage ich einfach, okay, schlechter Tag, vom Zug überfahren, wie auch immer. Mariana, ist es dir wichtig? Dito, ich hätte es gar nicht besser sagen können. Also ich bin schon ein Mensch, der versucht, viel zu geben, viel zu vermitteln, egal in welcher Form. Und wenn dann Kritik kommt, musste ich auch erst mit der Zeit lernen, ja, dass man es nicht jedem recht machen kann und dass jeder seine eigene Meinung hat und auch sein eigenes Recht auf eine eigene Meinung, auch wenn diese total negativ ist oder eben kontra geht. Und ich denke, das hängt wirklich ganz klar von der Person ab. So, jetzt soll ich wieder? Mischen. Okay. So. Ich weiß nicht, ob man das jedes Mal, aber das ist ja auch dieses Schöne, ob man jedes Mal mischen muss oder nicht. Aber ich glaube, das ist ganz einfach gut. Einfach mal energetisieren. Ich habe das Gefühl, dass die Karten sich gerade nämlich mit euch dann so energetisieren und bin schon wieder auf die nächste Karte von dir gespannt. Okay, ich auch. Hm. Glaubst du an Dualseelen? Ja, eindeutig ja. Ich denke, es gibt unglaublich viele Themen, die wir
egal in welche Kulturen wir blicken, fast gleichermaßen wiederfinden. Ob es nun im buddhistischen Glauben ist oder eben in alternativen Glaubensrichtungen, in alternativen esoterischen Sichtweisen in Bezug auf... Vielleicht muss man erstmal über den Begriff Dualseelen überhaupt reden. Also gibt es eine Erklärung dafür oder kann jeder auch unter Dualseele irgendetwas anderes verstehen? Ich persönlich verstehe darunter karmische Verbindungen aus früheren Leben. Okay, also Menschen, die du in dem jetzigen Leben wieder triffst und die dir ein ganz großer, starker Teil auch sind. Hat es was mit Kampf immer nur zu tun oder kann es auch etwas mit wirklich einer Bereicherung zu tun haben? Ich denke beides. Ich denke absolut beides. Hast du jemanden, wo du sagen würdest, mein Dualseelenpartner? Mein Bruder. Mein Bruder Slava, ja. Nancy, du? Hast du auch genickt beim Thema Dualseele? Ja, also ich habe zwei in diesem Leben. Einmal mein derzeitiger Partner und Vater meiner Zwillinge und ebenfalls der Bruder bei mir. Wo ich wirklich sagen kann, da ist so eine tiefe Verbindung. Also es ist zum Beispiel einfach auch, Dualseele ist für mich auch immer, wo ich spüre, wie es dem anderen geht. Ja, und ich glaube, dass wir auch nicht nur eine Dualseele haben, sondern mehrere. Der Auffassung bin ich, ich will jetzt nicht sagen, dass wir beide Dualseelen sind, aber weißt du, zwischen uns, wenn wir manchmal hier irgendwelche Moderationen hatten, wie diese Verbindung war, ohne dass wir miteinander irgendetwas abgesprochen haben. Und das, glaube ich, ist so dieses, man begegnet sich und alles harmonisiert sich. Ich glaube, das kennt ja jeder von uns, dass es wirklich Menschen gibt, mit denen man sofort einen guten Dreh hat, wie man so sagt. Oder es gibt Menschen, mit denen geht man abends ein Bierchen trinken und man hat sich nichts zu sagen und man denkt, oh, was war das für ein anstrengender Tag. Mhm. Und dann gibt es Menschen, mit denen sitzt man 8-10 Stunden am Stück und es wird nie langweilig. Richtig. Also da glaube ich auch an so eine feste Verbindung. Ist es einfach, mit einem Dualseelenpartner zusammenzuleben oder ist das auch manchmal echt schwierig? Nein, also manchmal ist es wirklich, wo ich denke, wo ist die Bratpfanne? Aber das Gute ist, mit der Zeit lichtet es sich, weil die karmischen Themen und Verstrickungen definitiv aufgelöst werden. Hast du schon zu Ende? Ja, danke. Ich bin schneller. Ja. Ja, schnell im Mischen und langsam im Reden, ne? Du machst ja beides ziemlich rasant. Ah, guck mal. So schlimm ist es bei mir noch gar nicht. Genau, Karten sind groß geschrieben. Welches Sternzeichen ist dir am sympathischsten? Ach, natürlich der Fisch. Ich nehme an, wer ist denn hier in dieser Runde Fisch? Nancy? Also ich muss sagen, ich kann eigentlich mit ziemlich vielen Sternzeichen sehr gut, aber natürlich so gerade mit so Krebsen, Stiere, auch Widder, Steinbock, das sind so die bei mir sehr, sehr gut sind. Womit ich gar nicht so richtig gut kann, weil da immer sehr viel Kampf ist zum Beispiel der Löwe. Ja, also das ist so ein bisschen, man trifft sich zwar dann irgendwo auf einer Ebene, aber es ist meist erstmal etwas schwierig. Ist Weil es der so, Löwe dass man immer versucht, den kleinen Fisch zu unterdrücken. Was bist du für ein Sternzeichen? Krebs. Ist es bei dir auch so, dass du mit Krebsen dann, also ist es so, dass das Sternzeichen, das man selber vielleicht auch hat, einem sofort sympathisch ist? Ich denke ja. Und ich denke, aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen ziehe ich auch Krebse an. Also meine Tochter ist Krebs, mein Bruder ist Krebs, meine beste Freundin ist Krebs. Also ich habe unglaublich viele Krebse um mich herum. Und ich verstehe mich auch gut mit Jungfrauen, muss ich sagen. Interessanterweise. Jungfrauen haben mein Leben auch bis dato sehr stark geprägt. Fische finde ich auch ganz toll. Ja, aber es ist wirklich ganz interessant. Ich bin ja Stier, Aszendent-Jungfrau. Meine besten Freunde sind Jungfrauen. Also wirklich, wo ich... Und mit Stier habe ich auch, im Mai habe ich viele, viele Geburtstagsglückwünsche zu versenden, weil da auch wahnsinnig viele Geburtstage haben. Das ist ganz lustig. Du musst ja mischen. War doch so, oder? Du, ja, ist richtig. Du warst das mit dem Stern. Wobei ich ja sagen muss, mir ist mal aufgefallen zu den Sternzeichen. Mhm. Was du im Aszendent und Deszendent hast, das begegnet dir oft auch. Also ich bin zum Beispiel Schütze und Jungfrau habe ich drin. Und da ist wirklich auch immer viel Anteil im Leben. Also von daher... Stier, Jungfrau, Mensch, stimmt, jetzt wo du sagst. Dualseelen und so weiter. Oh, Gottes Willen. Wahnsinn hier heute. Ein Wahnsinn, was wir wieder erfahren. Okay. Kehren das Innerste nach außen heute. Jetzt die Brille, jetzt, steht hier jetzt, drauf. Jetzt brauchen wir die Brille. Okay, nee, geht auch noch so. Ich kenne die Frage schon, ich habe die auch schon mal gestellt. Du hast noch 6 Monate zu leben. Welche 3 Dinge, und im Grunde sind die Dinge schon vorgegeben in der Klammer, Reisen, Taten, Veränderungen, würdest du unbedingt noch erleben, aber vielleicht erledigen. Aber vielleicht hast du ja einen anderen Plan. Also 6 Monate ist schon eine Zeit, wo man vielleicht
schlucken muss. Ja, sowas ist schon schwer, ne? Also ich meine, wenn es eine Woche wäre, glaube ich, wäre es echt einfacher, jetzt für mich zu antworten. Darüber habe ich mir echt noch nie Gedanken gemacht. Das ist echt interessant. Also ich denke, ich würde nach Russland reisen. Da bin ich häufig, aber ich denke, das würde ich trotzdem tun. Und meine Oma öfter besuchen, zählt mit in die Reise. Zeit mit meiner Tochter verbringen. Wobei ich das auch wieder ja ganz schön finde, dass du gerade gesagt hast, du hast dir darüber noch gar keine Gedanken gemacht, weil dann weiß man auch, dass man sich mit Dingen nicht auseinandergesetzt hat, weil man es auch noch nicht musste. Obwohl wir ja alle schon Erfahrungen gemacht haben, dass wir wahrscheinlich den einen oder anderen in unserem Leben auch schon mal verloren haben. Ja. Und wir wissen, dass das Leben natürlich endlich ist. Aber ich weiß gar nicht, ob ich so eine Frage so toll finde, weil ich mich gar nicht mit sowas auseinandersetzen möchte, oder? Nee, Nancy will auch nichts dazu sagen, oder? Wir nehmen die nächste. Deswegen, eigentlich hast du es ganz positiv beantwortet, dass man einfach sagt... Ich denke, man muss sowas echt auf sich zukommen lassen. Mhm. Genau. Also ich glaube, manchmal ist es gar nicht so verkehrt, also in einem gewissen Alter, dass man einfach wirklich Vorsorge treffen kann und dass man irgendjemanden nicht plötzlich mit den ganzen Scherben, die man vielleicht zurücklässt, hinterlässt, sondern dass man wirklich auch schon mal über diese Konsequenz nachdenken muss. Aber ich glaube, wir in unserer Runde sollten das noch nicht tun. Ach, du, Frau Hinkelmann. Ich. Zieh was Schönes. Na, bestimmt. Welches Element ist dir vertrauter? Erde, Luft, Wasser oder Feuer? Lass mich raten. Also, ganz ehrlich, ich glaube, ich bin mit allen Elementen gut vertraut, weil ich ja als Heilpraktikerin natürlich auch in der Ganzheitlichkeit leben muss oder sollte. Und wobei ich so sagen muss, ich glaube, hauptsächlich lebe ich im Wasser und im Feuer. Mhm. In was nochmal? Ich habe es gerade nicht Wasser verstanden. In Wasser und Feuer. Aber ich glaube manchmal mehr in Feuer und dann kippt mir irgendjemand den Eimer Wasser über, damit ich mal wieder... Ja, aber lustig, dass du dir genau die zwei Dinge eigentlich im Grunde genommen ausgesucht hast, ne? Die eigentlich gar nicht so richtig zusammenpassen. Aber naja, das ist es ja manchmal. Hast du ein Element, wo du sagen würdest, das ist dir doch sehr vertraut? Wasser. Wasser, absolut. Total klischeehaft als Krebs. Ja. Wasser. Erde. Total klischeehaft. Jungfrau, Stier. Aber ich finde Erde so wichtig wegen der Bodenständigkeit, wegen dem, was... Also ich verbinde natürlich Erde auch mit Natur, mit all diesen schönen Dingen des Lebens. Und finde, aber das ist ja dieses Spannende. Und ich glaube, das kriegen Sie auch mit, nämlich bei diesen spirituellen Tischgesprächen, was wirklich in einem dann so passiert. Man erfährt so ein bisschen was voneinander. Es Richtig. Ist irgendwie sehr kurzweilig. Und jeder hat doch eine andere Einstellung zu gewissen Dingen, ne? Du bist Ganz schon wieder genau. dran, oder? Ich bin gespannt. Man kann sich das immer nicht merken. Wer war jetzt, aber... Jetzt hoffe ich mal. Zap, zap. So. Rosa-rote Brille, wie war das da? Der blinde Fleck noch mit dazu. Bitte? Was Pinkes? Aber die ist ganz schön. Du stehst vor einer neuen Inkarnation. Dein Leben lässt dir die freie Wahl. Welche Lebensaufgabe wählst du? Ich weiß es bei euch wahrscheinlich eh, was ihr sagen werdet, weil... Ich denke, Menschen helfen. Das Gleiche, was ihr jetzt macht, ne? Menschen helfen. Du auch, Nancy, oder? Mhm. Weil ich glaube, das ist einfach auch so das Wichtigste, einfach für andere da zu sein und ja, einfach auch seine Liebe und Fürsorge an andere abzugeben. Ob als Mutter oder ob in Form einer Beraterin oder Unterstützerin oder Therapeutin, wie auch immer. Also ich glaube, dass das eines der wichtigsten Sachen ist, einer anderen Seele einfach zu helfen. Ja. Richtig. Ich würde auch wieder... gerne in die Unterhaltung gehen, weil ich das auch für mich einfach toll finden würde. Aber ich finde, auch da kann man wieder sehen... Inspiration. Ja, und du inspirierst. Es ist ja im Grunde genommen auch das Schöne, wenn man das sagen kann, dass man sagt, eigentlich das, was ich mache, das ist das, was mir gut gefällt und ich würde es halt gerne wieder in diesem Bereich machen. Und da seid ihr natürlich die Helfer, ich eher der Pausenclown, aber würde es gerne wieder in der nächsten... Fächer gleich. In der nächsten Inkarnation auch sein. So. Das ist eigentlich dann meine Frage, oder? Ach, auch sehr spannend, habe ich schon mal beantwortet. Welche drei Bücher würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Ach Gott.
Wahrscheinlich würde ich mir irgendwie der Heimwerker, damit ich mir erstmal ein Schloss bauen kann. Ein Medizinbuch in jedem Fall, dass wenn ich irgendeine komische Tropenkrankheit kriege, damit ich weiß, wie ich mich behandeln muss. Also wahrscheinlich meinen dicken Schinken Naturheilkunde heute, weil Kräuterchen oder irgendwas werde ich ja auf einer Insel finden. Auch gut, so ein Ratgeber ist auch keine schlechte Idee. Und dann, was würde ich denn noch mitnehmen? Ach, gute Frage. Ach, wahrscheinlich irgendwie aller Sammlung Märchen oder so, dass man mal jeden Tag was Neues zu lesen hat, aber doch immer wieder das Gleiche. Und genau. So ein Stück Heimat dabei hat. Aus der Regie kriege ich wieder von meinem lieben Mitarbeiter, wie baue ich mir ein Floß, würde er sich mitnehmen, was ich sehr lustig finde. Ich sage ja, das Handbuch, aber das Handbuch ist auch nicht schlecht. Also, da Mariana, ist ja alles enthalten. Gibt es drei Bücher, wo du sagen würdest, ich meine, jetzt mit Nancy sind wir natürlich schon in so eine Richtung gegangen, wo man sagt, clever, ne? Also total, und ich würde auch mit ihr dann auf die Insel gehen, weil sie, dann wären wir ja abgedeckt, ne? Genau, so für mit das Überleben. Ratgeber, genau. Und du würdest dir dann die Liebesromanzen mitnehmen. Richtig, ich würde mich dann ganz entspannt zurücklehnen und sonnen und ja. Der Graf von Monte Cristo wäre ganz toll, ne? So, das ist etwas, das ist ein Buch, das ich immer wieder lesen kann. Die Schatten von La Rochelle finde ich auch ganz toll. Und Krieg und Frieden, das ist ja so ein, auch so ein Riesenschinken. Bis man sich da alle Namen gemerkt hat, kann man schon auf der einsamen Insel unterhaltsam leben. Ich würde immer noch ein Buch mitnehmen und das würde mir völlig, glaube ich, auf einer einsamen Insel reichen. Und es wird vielleicht gar nicht zu mir so passen, aber ich würde es mitnehmen, das wäre die Bibel. Weil die Bibel ein Buch ist, das, glaube ich, nie langweilig wird und was man immer wieder von vorne lesen kann. Das kannst du mit dem Grafen von Monte Cristo nicht, weil du irgendwann mal. Aber weil du einfach auf dieser Insel, glaube ich, ganz viel Inspiration bekommst. Und irgendwie hatte ich so eine Eingebung, dass ich mir gesagt habe, ich würde die Bibel mitnehmen. Weil die liest du ja auch nicht wie ein normales Buch. Du liest sie ja einfach oder machst es wie mit den Karten, schlägst ein Kapitel auf und überlegst. Also fand ich ziemlich spirituell von mir. Das war echt gut jetzt. Nicht schlecht. Das war wirklich gut. Ich sollte es nicht zu oft sagen, sonst will es jetzt plötzlich jeder mitnehmen. Aber es ist ja nun mal auch das meistverkaufteste. Du bist aus der Spirituellen der Praktiker geworden. Aus dem Praktiker nicht spirituell. Aber wir würden eh alle zu dritt gehen, weil dann hätten wir alle was voneinander, oder? Herrlich, genau. Das war sehr schön. Also es wird auch irgendwie nicht langweilig. Wir haben uns richtig viel Zeit heute gelassen für das spirituelle Tischgespräch. Und wie gesagt, Sie denken daran, dass Sie das spirituelle Tischgespräch übrigens auch in unserem Frühlingspaket bekommen. Ich finde, es ist ein sehr, sehr schönes Paket. Da geht es nämlich auch um Harmonie, schönen Schmuck von Gabriele Iosetta. Die Harmoniekugelkette ist dabei. Ein Paket im Wert von 240 Euro. Das Einzige, was Sie machen sollten, ist es auf Ihrer Facebook-Seite teilen. Und derjenige, der die meisten Likes bekommen hat, der wird auf jeden Fall dieses schöne Paket bekommen. Und bis Ende April haben Sie auch noch Zeit. Teilen, das machst du sehr schön, Katharina, hier mit dem Kreisel da rum. Genau, da müssen Sie drauf ticken. Und sehr gut. Wir gehen gleich mal rüber, meine liebe Nancy, denn du hast heute Vollpower bei Leichter Leben. Du stellst uns nämlich noch eine App vor, die jeder auf seinem Smartphone mittlerweile haben sollte, wenn man vielleicht wirklich auch mal eine schwierige Zeit hat. Denn diese App kann einem auch helfen, dass man wieder nach vorne blicken kann. Und es gibt natürlich auch die Damen und Herren von unserem Partner Questico, wie die beiden Damen hier, aber natürlich viele andere auch, die Ihnen auch weiterhelfen wollen. Ein paar sehen Sie jetzt. Das Wort Problem bedeutet für mich, lass mich das, was ich habe, anschauen, um dann eine Lösung zu finden. Und in jeder Situation gibt es eine Lösung. Ganz gleich welcher Art. Es gibt immer eine Lösung. Ich kann immer schauen, wohin mich der Weg führt, damit die Kunden dadurch besser zurechtkommen und vor allen Dingen auch ihre Träume nicht verlieren. Hörst du den Ruf deiner Seele? Nach deinem ganzen Glück und deiner ganzen Lebenskraft? Ich nehme deine Hand und begleite dich auf deinem Weg in dein ganzes Seelenpotenzial und die Berufung deines Herzens. Bist du schon auf der spirituellen Reise zu dir? Komm, ich nehme dich mit, denn deine Zeit ist jetzt. App der Woche, vorgestellt von Nancy Hinkelmann.
Ich habe das immer gern, wenn du so ein Dauerbrenner bei leichter Leben bist, Nancy. Mit dir weiß ich immer, du hast es vorhin schon angesprochen, die kleine Dualseele, da kann nichts schief gehen. Und wenn du eine App vorstellst, dann weiß ich, ist es eine App, die nicht nur mir gefällt, sondern wahrscheinlich auch ganz vielen unserer Zuschauer. Und es ist natürlich eine App, wo es um Spiritualität geht, wo es um Lebenshilfe geht, ne? Genau, nicht verzagen, sondern die Berater der Fortunica-App fragen, kann ich nur sagen. Und zwar, Fortunica ist eine App, die Ihnen spirituelle Antworten auf Ihre Lebensfragen bietet. Ganz toll, man findet oder man kann sich diese App runterladen im App Store oder auch bei Google Play. Und Sie haben hier tolle Möglichkeiten. Und zwar haben wir den sogenannten Zeitstrahl. Ja, im Zeitstrahl sehen Sie anonyme Fragen. Genau, da haben wir's. Und auf diese anonymen Fragen, da sehen Sie oben ist eine Dame, 33 Jahre alt. Wie sie heißt, steht halt nicht. Das heißt, Sie sind wirklich anonym und können Ihre Frage stellen. Wann werde ich mich beruflich verändern und wird es positiv für mich sein? So, und dann haben Sie viele, viele Berater auf diesem Zeitstrahl, die diese Frage quasi in kürzester Zeit, eigentlich in der Regel innerhalb von 8 Minuten, schnappen und sie für Sie beantworten. Ach, guck mal, auch bekannte Gesichter, die wir auch kennen, Anja Langefeld, also auch Berater zum Beispiel, die man wirklich hier von des Öfteren schon mal gesehen hat. Von AstroTV, ja? Auch unser Stefan Schmidt zum Beispiel, auch Stefan Schmidt ist drin. Ich war bis letzten Monat auch noch drin, aber muss sagen, ich bin ausgestiegen, ich habe es zeitlich nicht mehr geschafft. Also ich bin meinen Kunden leider nicht mehr gerecht geworden von der Zeit und das wollte ich nicht. Ne? Weil ich denke, wenn jemand natürlich eine Frage auf der Seele brennen hat, dann soll die schnell beantwortet werden. Und mit der Fortunica-App haben sie einfach diese unglaubliche Möglichkeit. Man kann aber direkt auch wirklich sich seinen Berater zum Beispiel suchen. Auch da gibt es nämlich auch noch einen gewissen Link dazu. Richtig. Und dann kann man mal so ein bisschen runter scrollen. Und das finde ich ja auch immer, ach, Andrea Franken, guck einer an. Das finde ich ja auch immer ganz schön, denn Bilder, die sprechen einen natürlich auch an. Man hat sofort eine Energie zu Menschen, mit denen man sich dann vielleicht auch gerne beschäftigen möchte. Also viele Namen, die man wirklich auch von uns her kennt. Mhm. Diese App ist kostenlos, das muss man auch sagen. Das heißt, man lädt sie ganz unverbindlich runter, ne? Genau, man kann die unverbindlich runter. Lino Bombonato, guck. Man kann die ganz unverbindlich runterladen und hat hier einfach Wahnsinnsmöglichkeiten. Man kann am Anfang bis zu 3 kostenlose Fragen stellen, die einem beantwortet werden. Dann würde jede weitere Frage 2,99 € kosten. Was Sie als Möglichkeit auch haben, dass Sie einen Berater quasi anklicken und dann erscheint so eine Art Beraterprofil. Damit wissen Sie ganz genau, oh, das ist ein Astrologe oder hey, der beschäftigt sich mit dem Kartenlegen. Genau das will ich. Ich will, dass auf meine Frage mit Karten geantwortet wird. Dann können Sie diesen Berater direkt aussuchen. Klicken den quasi an, stellen Ihre Frage und dann werden Sie von diesem Berater A direkt angesprochen. Niemand kann Ihre Frage sehen. Ja, die ist nicht öffentlich, denn in diesem Zeitstrahl, da ist die Frage öffentlich. Jeder kann so quasi mitlesen. Aber das ist für Sie natürlich als Neueinsteiger auch die Möglichkeit, Ihren eventuell passenden Berater zu finden, weil Sie nämlich die Antworten der Berater schon mal sehen auf die verschiedenen Fragen der anonym Gestellten. Und was man auch wirklich sagen muss, sie ist total einfach erklärt. Total das heißt, einfach. Über Einstellungen, man kann sich anmelden, dann hat man wahrscheinlich auch, wenn man wirklich sich da richtig mal beraten möchte, gleich ein wunderbares Abbuchungssystem. Aber Sie können, wie gesagt, ja auch diese App kostenlos nutzen. Genau. Sie finden Ihre Berater, auch das ist ganz einfach. Sie können hier Ihre Frage stellen, auch da können Sie wählen, ob Sie sie über einen Berater haben wollen oder ob Sie die Frage öffentlich in dem sogenannten Zeitstrahl stellen wollen. Und eigentlich ist es auch wie so ein schönes Buch, weißt du? Es gibt ja auch so viele Apps, wo man dann da sitzt und mal ein bisschen liest und man kriegt auch so selber nochmal so einen kleinen wenigen Input. Eine schöne App, die du vorgestellt hast. Fortunica, einfach mal vorbeischauen in Ihrem App Store. Laden Sie sich einfach mal runter. Macht sehr, sehr viel Spaß. Ist ganz easy erklärt. Und, ob Liebe, Beruf, Schicksal, toll. Alles, find was ich lustig. Ist, Wünsche und Chancen. Also Sie haben ganz viele Möglichkeiten hier wirklich. Ich würde die App auf die einsame Berater. Insel mitnehmen. Da hat man immer was zu lesen. Cool. Nancy, vielen herzlichen Dank. Gucken wir noch mal alle gemeinsam auf den Spruch des Tages. Bitte schön. Die schönste Freude erlebt man immer da, wo man sie am wenigsten erwartet hat. Ja. Und nicht, dass ich heute nicht wenig Freude erwartet hätte, aber ihr habt mich noch mehr überzeugt. Ich fand, es war eine sehr, sehr schöne, kurzweilige Stunde mit euch beiden. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht. Wir sehen uns natürlich morgen wieder. In diesem Sinne, haben Sie einen schönen Donnerstag und denken Sie an unser Frühlings-
Paket. Einfach mal nachher bei Facebook vorbeigucken, teilen, liken und gewinnen. 240 Euro ist das Paket wert. Ich finde es super. Die Nancy auch. Und ich glaube, die Marianne auch. Oder? Absolut. Bis morgen. Tschüss.